Kleiner Hint. War das schon eine Hommage an Quantum Break? Weil das habe ich ja gespielt. Und das heißt ja Quantum Break. Und man spielt da auch in verschiedenen Realitäten. Könnte natürlich auch was sein, was jetzt hier zu Alan Wake passt. Aber letztendlich... Ne? Ich sag's nur, it's just saying. Ja, so in Rage war, dass er nicht gemerkt hat, dass der Typ gefragt hat, ob der Stecker eingesteckt sein muss. Wenn das ja mal nicht nach einer Falle aussieht. Super, dass hier noch nicht viel Munition steht. Ah, dass man hier nicht hochkommt. Ich hätte gerne den High Ground. Solar. Muss ich mal Shift drücken, ne? Komm, für dich nehme ich die große. Nochmal raus aus deinem Drecksloch hier. Der war ja nervig. Verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Ha. Würde mal interessieren, ob die dann wirklich alle tot sind oder was da jetzt passiert ist. War ja so quasi der erste Boss, ne? Zwischenboss, wenn es sowas gibt hier in dem Game. Was den da immer noch rumschwirrt. Na gut, man kann den nicht... Generell Angst, dass mir so ein Teil mal auf den Kopf fliegt, ne? Deswegen
weiß ja nicht, was die sich gedacht haben. Bei der Entwicklung des Games. Gibt ja schon ganz schön fiese. Ganz schön fiese Typen. Mal alles absuchen hier. Das ist eher Richtung der Twilight-Fernsehen. Beyond Belief, Fact or Fiction, beziehungsweise wie im Deutschen X-Faktor das Unfassbare. Ach so. Ah, okay, okay, cool, cool. X-Faktor habe ich auch immer sehr häufig geguckt. Oder haben wir? Ist das die Wahrheit? Oder haben wir sie wieder an der Nase herumgeführt? Hier Jonathan Frakes. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Dann ist bestimmt alles gut. Wie gesagt, es geht voll Richtung Twin Peaks, X-Files, Outer Limits und X-Factor. Okay. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Nicht lange wahrscheinlich. Nimm schon mal die Shotgun raus. Stucky ist besessen. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl, ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. Interessant, dass er auch schreibt. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das Transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Eine ganze verdammte Woche! What the hell? Ey, wenn das stimmt, ne? Einfach mal eine Woche brainless durch die Gegend gelaufen. Crazy das ist. Hört euch mal vor, euch fehlt eine ganze Woche Erinnerung. Ich musste in die Tankstelle, um telefonisch Hilfe zu rufen. In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Why not both? What the hell? Ich kann ihn nicht einschalten, ne? Achtundsechzigstes jährliches Hirschfest. 15. bis 18. September. Spiele und Aktionen, Tombola, Wettangeln, Kuchenwettbewerb und Überraschungswettkämpfe. Live-Musik für die Kinder. Hasenzahn, Charlie, nachmittags und die unglaubliche Phantasmagorie von Montgomery, dem Magier, abends. Verpassen Sie nicht die legendären Hirschfestparade. Okay. Das ist sehr ausgebombt, muss man mal so sagen, ne? Polizeiwache Bright Falls. Oh,
Zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet. Im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Dann haben wir die Passage aus dem Buch wieder. Das ist natürlich heftig, ne? Ach, das war jetzt das Intro erst. Just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep. Everything is all right. I close my eyes. Then I drift away. Into the magic night, I softly say a silent prayer. Kommt da jetzt noch was? Oder muss ich es einfach überspringen? Then I fall asleep to dream. Bisher bei Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen. Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermissen. Alice? Ah! Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war es? Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest dir einen Kaffee machen. Der wärmt dich auf. So. Für alle, die Angst hatten, meine Freundin hat mich nicht getötet. Ich habe sie auch noch gefragt, ob ich Alan Wake jetzt nur noch mit ihr zusammenspielen soll. Hat sie gesagt, nee, ist alles schon in Ordnung, alles gut. Weil sie war ja relativ wild drauf. Ich gucke mir dann vielleicht die Gameplays mit ihr an oder so. Habe ich auch schon gesagt, dass ich im ersten Akt scheinbar nicht alle Seiten aufgelesen habe. Oder es gibt nicht alle im ersten Akt. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, bevor wir die Kaffeemaschine einschalten. Das sind übrigens exakt gefühlt die gleichen Sounds wie in Max Payne, ne? Wo die Türen und so, die verschlossen sind. Und es ist halt wirklich, ich habe wirklich jede Menge Manuskriptseiten scheinbar übersehen im ersten. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung eines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Für alle, die das sehen.
Wer nicht weiß, was ein Snuff-Film ist, ich kann es euch nicht erklären, bitte googelt es. Am besten im Kognito-Modus. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Peiner dulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. Sehr düster, ne? Ah, nee, wir haben sogar... Haben wir alle Seiten gefunden? Weil die kann man ja nur im Nightmare-Modus freispielen. Sie kämpft einen Besessenen im Licht. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Halb. Okay, das haben wir... Okay, dann bin ich ja gar nicht so blöd, wie ich dachte. Alan Wake. Return to Sender, what can't forget, Alex Cassay. The things that I want, the fall of Cassay. Unsere schönen bisherigen Werke. Und das sieht aus wie die Doppelbaretta aus Max Payne. Ob das eine Hommage so ein bisschen an Payne ist, an Max Payne? Ich meine, das war ein Spiel, das war atemberaubend für die damaligen Verhältnisse, so, ne? Fand ich. Bullet Move. Es war halt wirklich krass. Ziemlich krasse Bude für in New York, ne? Also ebenerdige Dusche, riesige, also verhältnismäßig große Wohnung. Musste eigentlich ganz gut Geld verdienen. Wegen des Eisregens und starker Schneefälle wurde für das Drei-Staaten-Gebiet eine Orkanwarnung ausgegeben. Die Bevölkerung wird gebeten, in den Häusern zu bleiben. Viele Straßen sind gesperrt und die Räumungsfahrzeuge können den Schnee nicht dauerhaft bewältigen. Das ist der dritte Tag des Schneesturms und eine Besserung ist nicht in Sicht. Schneesturm, ne? Ist jetzt nicht so geil. Solange Elektrizität und Strom, genau, Daniel. Und Wasser noch alles funktioniert, ist natürlich geil. Warum haben wir so ein riesiges Paket? Kommen wir auch auf den Balkon? Nein. Also wo ich als erstes in die Bude gekommen bin, dachte ich mir so, naja. Aber es sind ja New Yorker Verhältnisse und aber eigentlich ist die Bude relativ groß sogar. Kaffee läuft! Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. So, was macht denn unsere Gute? Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung. Oh, hallo, also. Leute. Gemach. Okay, also Hidden Time Events. Ich war ja schon hier drin. Die sehen super aus. Oh, klar. Bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Alan? Alan, bitte überprüf mal den Sicherungskasten. Ich bin hier, schon dabei, Schatz. Bitte beeil dich. Vergiss mal, dass sie eine Phobie hat. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge, wir holen die Kerzen raus. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du?
Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Erlen. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Die, mit den Schuhen auf der Couch. Da hätte ich mir aber was anhören können damals. Das sind bestimmt die Zuhause-Sneaker. Hm. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Hm, sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen sich andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker, wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Ja, na, ich wollte gerade sagen, das sieht aus, als wäre er gerade vom Angelausflug gekommen. Das sind die Beerdigungssneaker auf der Couch und auch noch die Schuhe für den Sarg. Ja, es ist, ne? Ich glaube, Sheriff, tut mir leid, dass Sie die Angeltour abbrechen mussten, Doktor. Es ist da am Ende des Flurs. Oh, ein Prachtstück, oder? Nicht mein größter Fang bisher, wenn Sie das einem passionierten Angler glauben wollen. Aber schon nah dran. Das ist ein Forellenbarsch. Genau das, was man mit einem Köder fangen will. Wenn Sie hinter Forellen oder Lachsen her sind, sollten Sie es lieber mit Fliegenfischen versuchen. Sie können jetzt gehen, Mr. Wake. Sarah möchte jetzt bestimmt mit Ihnen sprechen. Ja, wer möchte das nicht nach dem ganzen Scheiß, der da gerade passiert ist? Weil ich bin in der Wohnung komplett rumgerannt, ne? Weil ich gucken wollte und das Collectible steht bei Alice im Büro. Ois. So, gucken wir mal. Oh, lesen. Vermisst Richard Borg, Bruce Dansky und Jakob Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt, Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte an. Unter 3x5-9932. Vielen Dank. Wer hat diesen Mann gesehen, verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmerkmale, gewinnt gerne Wettbewerbe. Was zum Henker? So, ist das der ihr Büro jetzt hier? Nee. Jetzt hier reingehen. Doch so aus, ich guck mich nochmal um. Katzen prügeln sich wieder hardcore. Schön. Mr. Wake, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Ja, ja. Das ist Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert, in der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas. Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Hat die gesehen, dass ich da hinten das Ding gelesen habe, oder? Hauptsache, es hängen zwei Katzen vermisst Anzeigen hier rum. Das scheint mal wichtiger als Menschen. Ah, na siehst du. Lohnt sich immer, sich umzugucken.
Alice sieht einen Schatten. Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Klingt nach der, die uns den Schlüssel gegeben hat. Hätte einfach F5 drücken sollen. Gewohnheit, ne? Ja, ihr Mulligan. Ich bin mit Thornton bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt! Ja, ihr Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Her damit! Hier, Mulligan. Sieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, verstanden, Jungs. Sucht weiter nach Stucky. Janes Ende. Das ist schön hier, Lyrian. Ja, ist halt, ich weiß doch. Ist halt komisch, ne? What happened to all the people? Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. 5000 Anrufe in Abwesenheit. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood Nationalpark, am Lover's Peak, um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Klingt jetzt nicht nach Schattengeistern. Ich bin rangegangen. Ich brauche frische Luft. Kann ich kurz rausgehen? Vielleicht hinten? Natürlich, Mr. Wake. Ich verstehe das. Sie müssen nur durch den Zellentrakt. Deputy Grant zeigt Ihnen den Weg. Tut mir leid. Das alles... Es ist einfach zu viel. Lassen Sie sich Zeit, Mr. Wake. Ich verstehe das. Darf ich fragen, worum es bei dem Anruf ging, Mr. Wake? Ist privat. Naja, wir suchen Ihre Frau. Und ich werde Ihre Unterstützung brauchen, wenn ich Ihnen helfen soll. Geben Sie mir Zeit. Ich brauche erstmal frische Luft. Okay, Sie finden mich hier. Wir reden, wenn Sie sich besser fühlen. Er ist ein bisschen, entweder ist durch die Übersetzung ein bisschen harsch, aber er reagiert schon ein bisschen harsch. Kann ich die Munition übrigens mitnehmen? Die brauchen Sie sicherlich nicht. Also, Seth. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellengang gehen. Ignorieren Sie Walter einfach. Er ist einer unserer Stammgäste. Ach, ich dachte, er wäre endlich trocken. Oh, leider nicht. Er war auf Sauftour und hat dann Danny ziemlich übel zusammengeschlagen. Seit er wieder wach ist, schreit er rum. Hey. Hey, Sie! Hey, können Sie das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Es muss hier drin hell sein. Ich kann doch. Oh, danke. Danke, Mann. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Ich sollte nicht mal hier drin sein. Die Cops haben alles total falsch verstanden. Klar. Ich habe ihn zusammengeschlagen. Aber ich war nicht betrunken. Ich meine, da noch nicht. Erst danach. Okay, hören Sie. Sie müssen mir gut zuhören. Jetzt kommt der Knaller. Das war nicht Danny. Der sah nur so aus wie Danny. Wollen Sie wissen, was es wirklich war? Ich sag's Ihnen. Es war
Ein gottverdammter Alien! Ich weiß, das ist genau das, was die Besoffenen erzählen, aber glauben Sie mir, ich war nicht besoffen. Naja, wir wissen ja, dass er die Wahrheit erzählt, ne? Ich wollte gerade sagen, in der Stadt haben ziemlich viele Leute irgendwie Angst vor der Dunkelheit. Total strange, ne?